Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's jetzt mit Part 3, immer noch im Lazarett, südlich von dem Flughafen bei Balotta. Rarity steht da schon ganz angespannt mit der Axt fest in der Hand. Durst! Ich hab Durst! Und da steht er. Und den hast du wahrscheinlich beobachtet. Ja, im letzten Part konnte ich meinen Durst noch stillen, allerdings war ich dann etwas zu schnell beim Exen der Dose. Ich habe alles allein getrunken. Jetzt müssen wir noch was zu trinken für Arion finden. Du bist. Ich geb dir gleich Arion. Ich glaube. Oh, sorry. für Verity. das war ja ganz schlimm. Ja, es war eine Verwechslung, sorry. Auf jeden Fall brauchen wir was zu trinken für dich. Und ich hoffe, wir finden da in dem Hochsitz was. Ja, Polizisten, die haben es jetzt nicht so drauf. Ist bestimmt dick. Leute, wenn wir jetzt einen Donut hätten, könnten wir den so zum Apportieren bringen. Du machst das schon. Der geht doch weg da, Mann. Lol, der ist in den Dreckhaufen reingefallen, ich kann den gar nicht finden. Was ist das für ein Quatsch? Na doch, geht. Oh. Nur Munition. Was will ich denn mit Munition? Scheiße, ich kann den nicht von hier treffen. Direkt unterm Turm steht einer. Oh ja. Oh nein. Oh Mann, ich glaube, wir müssen den Server wechseln. Du stehst bei mir wieder nur rum und lootest. Ja, bei mir läufst du auch gegen Sandsäcke. Ärgerlich. Dann müssen wir jetzt durch. Müssen wir ja. Müssen wir dann im nächsten Part machen, das ist ein nächstes Ding. Warte jetzt einfach mal, bis der Zombie da aus heiterem Himmel einfach mal umfällt. Du machst das schon. Weißt du, was er dabei hat? Ein Chemielicht. Was? Nein, ein Chemielicht, so ein rotes Licht, ey, wo du anmachen kannst. Knicklicht, lol. Ja. Na, dann ist nicht mehr so dunkel nachts. Oh, hier liegt jede Menge Munition rum. Das glaubst du nicht, ey. Wo bist denn du? Ich bin oben auf dem Hochstand, wo man auf uns drauf ist. Ist schon da? Weil ja. Der lebt bei mir noch. Was ist? Bei mir ist er tot. Oh, jetzt. Lol. jetzt ist er einfach umgefallen. Wie ich es vorher beschworen hatte. Und da oben war nichts. Haufenweise Magazine und Munition für Militärgewehre, die wir nicht besitzen. Oh, jetzt wird's langsam rot, die Wasserflasche hier bei mir. Oh nein, oh nein. Oh Gott, wir sind ja umzingelt von allem, ey. Dann lass uns hier wieder über die Sandsäcke gehen. Okay. Und... Ah, jetzt sehe ich dich auch wieder. Da ist halt einer. Vielleicht können wir den hier so hinlocken, weil hier kommt er ja eigentlich an uns dran. Ja, müsst ihr mal kommen. Der dumme Idiot. Jetzt kommt er. Hey, da ist er. Gib ihm! Zack! Wie das aussieht. Oh, Morphium, der hat Morphium dabei, ich flippe aus. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, cool. Ja. Da kann ich mich, wenn ich gleich blute, durch noch mal eine Spritze in die Wunde reinstecken, dann ist die Wunde wieder verheile. Wie ist es dir denn jetzt lieber? Balotta? Und da vielleicht die Wohnhäuser durchsuchen, oder? Nee. Aber ich sag dir, das ist so ein Stück nach Tscherno, ne? Naja, ich weiß, ich kenne den Weg. Dann musst du halt vorrennen, weißt du, ich meine, wenn ich unterwegs anfange zu blinke. Ja, eigentlich nur die Hauptstraße hier. Also im Moment, das durchlaufen ist noch alles gut, weißt du? Da sieht er jetzt auch wunderschön mit niedrigem Blutpegel. Habe ich schön schwarz-weißes Bild. Wie in einem alten schwarz-weiß Horrorfilm. Wo, ja. Und da gehen wir mal wieder auf Wanderstour. Mal sehen, was wir heute so Schönes entdecken. Ja. Ich habe ein bisschen Angst um meine Gesundheit gerade. Ich bin gerade etwas erleichtert.
Ja. Mensch. Das ist mir schon klar. Und am Dehydrieren. Ungefähr so wie du jetzt. Ja. Gutes, danke nochmal, ja. Ja, wenn du aufs Klo musst, sagst du Bescheid, ne? Ich brauche noch was zu trinken. Ja, ist kein Problem. Oh, ich müsste dann jetzt. Naja. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Vielleicht liegt ja was in dem kleinen Schuppen vor dem Haus drin. Zumindest sind keine Zombies da, ne? Magst du da mal schnell hin? Dann mal schnell runter. Ich warte hier, ich will nicht mehr so viel rennen. Und ich kann aber schon mal weitergehen eigentlich. Das wäre eigentlich noch besser. Oh, das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Alter, das, die sind gerade, die sind gerade, oh, scheiße. Oh, die sind gerade gespawnt oder so. Scheiße. Oh, das ist so eine Axt, stimmt ja. Alles gut? Ich hab ja noch einen. Komm schon, Baby. Oh. Alter, wenn ich anfange zu bluten, ist das mein Ende, ne? Ich bin gerade versucht, eine Bandage auszuweichen. Wo hast du die Bandage her? Lol. Die lag da auf dem Turm. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt mal einen Painkiller wieder einschmeißen. Ich hab übrigens auch noch eine Rauchgranate, wenn du die eher willst. Du hast ja keine Waffe. Dann kannst du die irgendwie abhängen oder so. Man kann mit Rauchgranaten. Toll, zu. Man kann mit Rauchgranaten Zombies ablenken. Quasi, man schmeißt eine Rauchgranate irgendwo hin und die sind halt so magisch, wenn die davon angezogen quasi, weil die davon abgelenkt werden. Und die rennen halt alle dann zu dem Rauch, bis die halt wieder weg ist. Bis der Rauch völlig aufgelöst ist. Oh, ich zitter immer noch. Ich habe mir doch gerade einen Painkiller eingeschmissen. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt passt's wieder. Ne, immer noch nicht. Ne, also irgendwie macht der Painkiller das nicht wieder gut. Liegt wahrscheinlich am niedrigen Stand. Entweder das oder trinken. Oder trinken, aber es blinkt noch nicht. Kann passieren, dass du immer mal wieder in Ohnmacht fällst. Ja, es blinkt noch nicht, also. So. Oh, wo sind die nächsten Häuser? Wo ist die Stadt, verdammt nochmal? Ich sag ja, das ist weit weg. Oh, ein gutes Stück. Ja, wie gesagt, wenn ich anfange zu blinken, rennst du los. Dann musst du halt in den Supermarkt rein, was zu trinken holen und mir entgegenkommen wieder. Anders geht's nicht, ich kann nicht rennen. Doch bin ich ruckzuck, bin ich alle. Actionkamera auf dich hier mit wackeligen Bildern. Wie du da. Oh, jetzt muss ich gegen den Baum werfen. Das ist hier jetzt schon echt 4000 Blut noch. Vielleicht willst du dann lieber. Das kriegen wir noch hin. Vielleicht willst du dann lieber die Axt nehmen, weißt du, wenn du in den Supermarkt reinrennen musst. Oh, das ist eine sehr gute Idee sogar. Ich komme auch rüber zu dir. Du solltest dich eh lieber betteln mit denen als ich, weil. Ja, gib her. Er packt es mir jetzt schön in den Rucksack. Auch so eine tolle Sache eigentlich an dem Spiel. Andere Spieler können auf den eigenen Rucksack zugreifen, Sachen entnehmen und auch was reintun. Jo, ist drin. Pack, da ist er. Pack. Wie viel Blut hast du noch? Jetzt noch 10.000. Okay. Ja, dann bist du unser neuer Milie. Mach mich mal auf dem Weg langsam. Bisschen schneller wie du. Komm ja. Einfach nach. Ja. Ich verlasse mich auf dich, ne? Verreck nicht irgendwie. Ja, deswegen laufe ich auch erstmal mehr im Norden hier. Hier links sind nochmal zwei Gebäude. Tankstelle, glaube ich. Mir geht's nicht mehr so gut. Dann vor, ich guck da mal rein. Aber gelacht, wenn wir hier jetzt nichts zu trinken für dich kriegen. Tankstelle ist doch das Perfekte für Dosen zu trinken. Hoffentlich spawnen die jetzt nicht erst wieder vor meiner Nase hier, vielleicht.
Ihr seht schon hier, wie die Kamera wackelt, also ich kann mich nicht mehr lange auf den Beinen halten, schätze ich. Mir geht's richtig dreckig gerade. Und? Oh, hinter dir ist ein Zombie. Und? Hat nichts dabei, ne? Eine Bandage, aber eine brauche ich jetzt selber. Okay. Aber ich hab noch eine. Naja. Ich guck mal halt von außen ein bisschen so, ob ich noch irgendwie woanders was sehe. Gibt's ja nicht. Ich glaube, in die Häuser können wir nicht rein, oder? Oh nein, ich sehe schon eine Windschutzscheibe. Was zu trinken? Was zu trinken? Fuck, ey. Nix. Der Fabrik wird auch nichts zu trinken sein. Ich kann ja nicht mal meine Arme aufritzen und selber Blut trinken, weil ich keins mehr habe. Ach, wie tragisch wäre denn das jetzt? Halt bloß durch. Ja. Ist da oben rechts auf dem Hügel nicht ein Haus, wo man rein kann? Also rechts von uns sind das Gebäude, wo ich drauf zulaufe, wo man rein kann. Ja, ganz an der Küste da so ein Holzhaus. Oder bist du da jetzt da schon kann vorbei? Man nicht rein. Da kann man nicht rein, glaube ich. Aber so ein typisches Haus, wo man rein kann. Okay. Ach so, na gut. Vielleicht okay. Willst du da gucken und ich laufe weiter? Ich glaube, es ist tatsächlich offen, ohne Scheiß. Ja, ich gucke mal mit wegen Zombies und dann laufe ich weiter. Jo. Rein kannst du da. Alter. Die Anzeigen sind alle rot, Mann, außer die Temperatur. Alles rot. Oh, hier ist. Nee, das ist Salzwasser. Das ist fast noch. Wie soll ich es erklären? Das ist schon nicht mehr wackeln vor Schmerzen, die leuchtet ja auch schon langsamer, also eher. Da steht wieder ein Zombie. Na, ich sehe es. Ein Runner. Oh, da rechts hast auch gerade einer. Na dann. Jetzt, echt, du hast da einen Runner irgendwo? Direkt vorm Haus. Der kommt auf mich zu. Ich glaube, ich habe den geedit. Wo bist du das? Ach, jetzt bist du da oben, lol. Oh, ich flipp gleich aus. Krieg nochmal einen Herzinfarkt. Was zu trinken? Was zu trinken? Der hat gar nichts dabei. Der ist in dem Gebäude oder was? Der spinnt wohl. Was schlägt denn der? Warum komm ich hier nicht rein? Du musst da rein, Mann! Lol, wie das aussah, ey. Unglaublich. Boah. Hat er was? Hat er was? Nein, er hat nichts. Glaub hier. Essen. Ne, eine Leere. Scheiße. Aber ein Verband. Oh, ein Zombie. Und noch ein Verband. Ah, nur Verbände. Scheiße. Doch, ich hab ne Soda-Cola. Ja. Packst du den Rucksack? Ja. Das ist eine Empty Tin Can. Ach, jetzt hab ich dein auch, ne? Ach nee, bin ich blöd. Das ist mein Fehler, sorry, sorry. Wo ist er, wo ist er? Ja, warte mal, ich glaub die lag. Ich hab die, glaube ich, noch nicht aufgenommen. Ja, die liegt hier. Loot hier den Haufen. Ach, da zwischen den Patronen. Geh weg, geh weg, Mann, ich hab Durst. Ja, da liegt Heatpack. Er. Ja, ich nehme Heatpack mal mit. Also ich kann den nicht aufnehmen, ich muss jetzt die Munition rausnehmen. Sonst sieht die nicht. Ja, drück doch einfach G und dann kannst du doch ganz normal looten im Inventar. Ja, ja. Denkst du, was ich mache? Einzeln anwählen. Na egal. Puh, jetzt brauchen wir was zu essen. Ah, jetzt komme ich an das Zeug, gute Zeug ran.
Oh, Gott sei Dank, was zu trinken, ey. Pass auf, wie ich mir das jetzt gönne hier. Ah, scheiße, naja. Ich hab's versucht. Ich bin halt zu erschöpft, dass ich richtig rülpsen kann. So. Ich hätte auch gern was abkommen. Du So, bist jetzt ja weiter. Wir genauso brauchen wie was ich. zu essen. Gib mir mal meine Axt wieder. Nein, Quatsch. Du hast mehr Life. Go, go. Wir müssen weiter. Das nächste ist Hunger. Das ist dringend. Oh, was war das jetzt? Hunger. Komm, wir müssen weiter. Ich will dich ja nicht drängen oder so, aber. Kommst du? Draußen. Ah Ich geh ja. schon Ja, du weiter. bist hier vor mir aufgeploppt gerade. Das nächste Gebäude, wo wir rein können, ist. Ach du Scheiße, guck mal hier auf dem Feld. Die stehen überall auf dem Feld rum, die Zombies. Gehen wir da nicht lang? Ja, umgehen würde ich sagen. Links rum und dann wieder hinten aufs Feld. Da hinten ist dann eine Kirche und rotes Haus, wo wir. Kirche und rotes Haus, sogar noch vor dem roten Haus ist dann der Supermarkt. Und wenn du direkt die Stadtgrenze da von Tscherno meinst. Ja, halt nah an der Küste. Wo bist du hin? Da leck, ah, doch, da hinten sehe ich dich. Ja, ich sehe dich auch. Puh, ja, wenigstens sind wir nicht mehr durstig für einen Moment. Für einen Sehe Moment. ich schon mal als Fortschritt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch überlebe. Ich war glücklich in dem kleinen Haus, dass da noch tatsächlich unter dem ganzen Gerümpel noch eine Dose Bestes, um mal Werbung zu machen, Coca-Cola lag. Wette, wir schaffen es jetzt auch noch zum Supermarkt, plündern den, dann schaffen wir es noch in die Kirche und plündern den und das Lazarett. Ich wette mit dir. Wir haben uns jetzt so viel Mühe gegeben, das ist jetzt, denke ich, sehenswert geworden. Es muss jetzt belohnt werden. Nee, du müsstest das sehen, wie meine Kamera hier rumwackelt, ey. Meine Sicht. Ich bin gerade in der Third Person, damit ich ein bisschen mehr Übersicht habe. Wenn du einen Painkiller oder sowas noch brauchst, musst du dich melden. Achso, nee, Zwei musst du dich Stück nicht habe melden. ich. Hab ich ja keinen mehr. Ich habe ja In alle das zwei mittlere gefunden. Haus kann man rein. Jo, ich sehe es. Bin hinter dir. Da ist ein Ich sehe es. Dumper und ein Walker. Der ist hinterm Baum. Wir können hier links am Holzzaun durch. Okay. Den Makarov. Nochmal ein Heatpack. Aber keine Munition mehr, ne? Hier liegt, glaube ich, keine Munition bereit. Na, ich hatte vorhin die Munition nicht mitgenommen. Willst du die nehmen, oder? Kann ich ja wieder wegschmeißen zur Not, ne? Deswegen nehme Vielleicht sehe ich ich jetzt auch dann noch ein zweites Heatpack mit. ein Wegschmeißen bisschen kann man es auch noch. bedrohlicher aus, verstehst du? Leute, ein Schuss ist noch drin. Die bestimmten Spieler, da war schon einer hier. Der die doch ausgetauscht. Naja, das denke ich auch. Aber ich würde sagen, das Haus eignet sich ganz gut, diesen Part hier langsam wieder zu beenden. Du wirst es nicht glauben, aber wir haben schon wieder ein Part rum. Jo. Die Zeit verfliegt. Ja, wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Also wir haben jetzt da rechts den Supermarkt, schon Sichtkontakt. Direkt drüber ist die Kirche, Sichtkontakt.
Jo. Das rote Backsteinhaus können wir auch rein. Jo, Und die richtig. Feuerwehr dahinter, da könnte man theoretisch auch rein. Ah, ich brauch so Da ist dann die dringend Blut, ich Frage, fühle ob mich das so nicht zu unsicher. viel wird. Und dann müssen wir ins Lazarett. Komm, wir gehen hier mal rein. Sagen mal artig Tschüssi und schönen Tag noch und so. Und ja, hier können wir uns sogar mal richtig schön hinsetzen. Haben wir doch mal ein schönes Zuhause heute gefunden hier. Ja, mit der Axt vor allen Nochmal Dingen im ein super Anschlag. Abschluss. Warte, wie kann ich. Oh, jetzt sehe ich nicht mehr so bedrohlich aus. Ich kann so machen. Nee, warte. So. Oder so. Hallo. Ja, Bin ich so der bei nette mir ändert sich gar Schwiegersohn? nichts durch den Leck. Ach so, Leute. Ah, deine Pornobrille sieht man. Boogie Nights, sag ich Ja, nur. ich hab mir jetzt extra noch so ein bisschen Bubi-Face genommen mit Vollbart so. Mit Ja. Pornobrille, das muss doch richtig geil aussehen jetzt hier. Der ist leider nicht so gut. Ich muss dich nochmal genau angucken und dann sage ich in deine Kamera Tschüss. Ja, mach das. So. Das war also Part 3 unseres Let's Play Togethers in der Arma 2 Mod Daisy. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es animiert zum Weiterschauen. Wir sehen oder hören uns dann im nächsten Part. Das war es soweit von mir. Jo, dann sage ich auch mal bye-bye. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und verfolgt uns weiter, wie wir gerade noch so dem Tod entspringen. Ja, ist doch so. Lacht er, Ja, lacht ist er, so. lacht er, der lacht er, Ja, ey. ist doch witzig, Ey, du, dem du hast jetzt Tod Sendepause, du entspringen. hast dich schon verabschiedet, mach Ach deine Mikro so. aus. So, Bye bye. ich sag nochmal bye bye und tschüss.